Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr sehen könnt, wieder mit meinem Klassiker Zesha und wir sind immer noch in Zenjin. Und wir werden uns jetzt. Hat es da geglänzt? Nö, ne? Wir werden uns jetzt rüber machen, denn wir haben hier noch die Quest, dass wir Tigerfelle holen müssen, Minchinas Schädel und hier die ganzen Trolle. Bei den Trollen müssen wir gleich ein bisschen vorsichtig sein. Ihr wisst, die hauen ordentlich rein. Na, aber kriegen wir schon hin. Wie ihr seht, wir sind ja kurz vor 13. Deswegen, das sollten wir schon schaffen. So, wir können hier drauf ja auch Tiger haben. Wir arbeiten uns erstmal ein bisschen am Rand lang, bevor wir dann zu den... Guck mal, da vorne ist gleich einer. Bevor wir uns dann zu den Trollen aufmachen. Das könnte nämlich schon ein bisschen schwieriger werden. Deswegen hatte ich nicht noch einen Flammenschlock? Schlock vor allen Dingen. Nee, hatten wir nicht. So, da kommen ja Tigerchen. So. Und dann haben wir wieder mit dem Schläger drauf. Ich hoffe, euch geht's gut. Entschuldigt, wenn nicht unbedingt mal jeden Tag, zweiten Tag pünktlich ein Video kam. War ein bisschen chaotisch im Moment, weil ich halt mich um einiges kümmern musste. Da ich ja hier jetzt aktuell gerade ein bisschen mehr in der Wohnung mache, dass mir auch besser geht. So. Aber ich habe auch schon wieder was zum Aufregen. Denn ich habe ja heute wieder auf meine Post gewartet und ich, mittlerweile gibt es ja Live-Tracking und man kann halt gucken, wann sind die bei dir. Und ich gucke und ich denke so, oh, ich bin die Nächste und auf einmal wird umgestellt auf, war nicht da. Ich instant angerufen und gesagt, hör mal, der hat gerade eben umgestellt, der ist eigentlich bei mir. Ne, um uns zu gucken, dass ich nicht da bin, muss man halt auch klingeln. Hat er nicht getan. Der war nicht mehr hier. Man hat halt gesehen, dass der quasi in die andere Fahrtrichtung gestanden hat. Zum Rausgehen. Also zum wieder rausfahren. Und er stand halt auch auf der anderen Seite. Man kann halt bei diesem Tracker auch genau sehen, wie der Wagen steht. Ne, ich weiß nicht, ob den Leuten das nicht bewusst ist. Naja, jetzt muss ich da nochmal anrufen. Weil der Packautomat, wo die das immer von mir hinbringen, der ist nicht um die Ecke normalerweise. Und ja. Ja, jetzt muss ich warten, bis der das aktualisiert hat und dann kann ich da anrufen, dass sie es nochmal zustellen. Oh, ey, so ein Drama immer mit DHL. Ja. Amazon. Keine Ahnung, der war heute pünktlich. Da hieß es, der kommt. Und dann kam er auch. Pünktlich auf die Minute. Ne? Ich ärgere mich halt immer sehr darüber, dass die bei... dass das bei DHL nicht klappt. Ne? Aber was willst du machen? Also andere machen das auch, ne? Also Jump Hustle oder so, die fahren auch schon gerne mal vorbei. Das muss an diesem Haus, das Haus ist verflucht, glaube ich. Das muss dieses Haus sein. Das Einzige, was immer sich hier reintraut, sind Vertreter. Das ist ja das, was man nicht haben will. Die kommen immer rein. Und wenn sie irgendeinen Bullshit sagen damit... Und ich meine, die sind ja so kackendreißig, die sagen ja auch Post, um reinzukommen, ne? Die sagen auch Post, um reinzukommen. Finde ich irgendwo schon frech. Aber ich meine, ich kann es verstehen. Ne, es ist dein Job. Du musst was verkaufen. Ne. Aber manchmal sind die halt echt übelst dreist. Wir haben es auch schon überlegt. Dass die dann einfach versuchen, sich in die Wohnung reinzudrücken. Und zum Beispiel die Telekom, die war jetzt, glaube ich, seitdem wir Glasfaser haben, das fünfte Mal hier. Wo ich mir jedes Mal denke, oh, schon wieder. Sag mal, langsam reicht's doch.
Nee, die kommen immer und immer und immer und immer wieder. Frag nicht. Habt ihr das auch? Könnt ihr mir ja gerne mal reinschreiben. Habt ihr auch solche Erfahrungen mit den Lieferdiensten? Ich meine, ich bin ja schon beruflich sehr viel umgezogen, ne? Aber ich habe das. Ich meine, nicht klar, ich habe das auch, wo ich in Hamburg damals gelebt habe, da habe ich im Erdgeschoss gelebt. Und ich stand schon hinter der Tür, während er von außen den Zettel schrieb, dass ich nicht da bin. Ich habe dann die Tür aufgemacht und habe ihn gefragt, ob er mir das Päckchen nicht einfach geben will. Also es ist schon. Da habe ich aber gedacht, ich bin im falschen Film, ganz ehrlich. Ich meine, wie dreist oder wie kackend dreist willst du sein, manche Leute echt, ja. Ja. Also, da fehlen dir echt die Worte, ne? Oder ich bin auch schon mal kurz zur Mülltonne gewesen und habe gesehen, dass der gleich da ist. Und dann stehe ich hinter ihm, während er denn. Er hat noch nicht. Ich habe gesehen, dass er nicht mal geklingelt hat. Und ich stehe hinter ihm und sehe ihm zu, wie er den Zettel für mich schreibt. Das habe ich auch schon gemacht. Das sind dann so Momente, wo ich mir denke, ja gut. Klingeln ist wohl nicht seine Stärke. Aber die Klingeln ist allgemein nicht seine Stärke. Oder habt ihr das auch schon gehabt, dass Päckchen verschwunden sind? Ich habe ja auch im Stream schon mal mehr als einmal Sachen verlost. Und da hatte ich es auch schon, dass ich Sachen verschickt habe. Und die sind quasi. Oh nein, ich hätte die Heilung lieber unterbrechen sollen. Oh, hätte ich auch gekonnt. Ha. Da ist mir dann quasi. Wie war das? Dann bei dem einen sagte der Lieferant dann, dass er das Päckchen in den Hausflur oder bei der Nachbarin oben abgegeben hat. Hat er aber nicht getan. Und bei dem anderen war es so, dass die gesagt haben, die konnten die Adresse, also die Nachricht nicht, also den Namen nicht lesen. Es war aber ein Familien, ein Privathaus. Ne? Also es ist so ein Krampf manchmal, ne? Es ist ja genau dasselbe wie mit, ich habe mir ja so eine Single-Haushalt-Waschmaschine bestellt. Da hatte ich das auch, ne? Die Spedition hat dreimal geschrieben, dass sie das Haus, die Adresse nicht stimmt und die Nummer nicht stimmt und das Haus gibt's nicht und die Firma hat sogar extra nochmal von mir die Daten aufgeschrieben, weil wir das nicht glauben konnten. Ja, und dann selbst, sie hat kontrolliert, ich habe kontrolliert, es war immer die richtige Adresse. Und trotzdem haben die es nicht geschafft, mir die zu liefern. Also haben wir das Geld, habe ich das Geld wieder zurückgekriegt und ja. Aber es ist schon traurig. Die Firma war sogar schon so weit, dass die mir die Maschine kostenlos geben wollten, weil denen das echt unangenehm war, ne? Dass die Firma das nicht gefunden hat. Ich meine, wie blind willst du sein? Na gut. Deswegen, also Post. Ich meine, wenn ich mobiler wäre und ein Auto hätte oder so, dann würde ich mir den ganzen Stress gar nicht geben und würde mir die Sachen immer direkt alle holen. Aber leider ist das nicht immer möglich. Naja. So, wir sind jetzt aber hier in Classic. Ach, eins noch, für all diejenigen, die auch vorhaben, Remix zu spielen und die eventuell auch bei uns auf dem Discord sind. Ich habe jetzt in den Remix-Räumen die, ein bisschen aufpassen, die Charaktere aufgeschrieben, die halt noch fehlen fürs achte Fach. Wenn da was bei ist, was euch zusagt,
dann gerne im Gildenchat da reinschreiben, Bescheid geben und dann schreibe ich da eure Namen dran, dass die anderen wissen, okay, die Chars sind schon weg. Ich meine, es wird nicht für jeden was dabei sein und muss ja auch nicht, ne? Wenn mir jemand sagt, ich möchte aber gerne, entschuldigt, einen untoten Priester oder keine Ahnung was spielen, dann, ich bin eh mal gespannt, wie das mit der Gilde dann sein wird, weil, also ich weiß, es gibt kein Aha, ne? Auktionshaus gibt es nicht. Wie das mit den Gilden, ob es gemischte Gilden oder... Ah, hier ist noch jemand. Guck mal. Hier ist alles leer. Hab ich hier nicht gerade noch Mobs gesehen? Nee, Frau C. Nee. Salut. No. 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 Sorry. Ich... Er da, ne? Ah, hier sind noch welche. Was ist denn das da hinten? Na, da steht noch einer drin. Von dem brauche ich noch 6. Von denen brauche ich noch 6. Hier ist noch ein Tiger. Der ist schon tot. Ich lauf mal. Da ist gerade jemand drin. Ich lauf mal ein bisschen rum wegen den Tigern. Weil die ja hier gerade die ganzen Trolle am Töten sind. Es ist halt ein europäischer Server, ne? Da ist halt jede Sprache verfügbar. Aber Französisch kann ich leider nicht sprechen. Oder also ich hatte eine Schule, ein halbes Jahr. Deswegen konnte ich jetzt wenigstens verstehen, dass er mich gefragt hat, ob ich Franzose bin. Aber... Ich glaube, meine Fremdsprachenkenntnisse außer Englisch... ich wüsste nicht mal, ob ich Italienisch noch könnte oder ob ich... ob ich hier... Dänisch noch hinkriegen würde? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Alles schon viel zu lange her. Italienisch konnte ich als Kind. Wir waren immer im Urlaub in Italien und da haben wir als wenn du als Kind was willst, lernst du ganz, ganz schnell die Sprache. Sagen wir es mal so. Ne? Na, wo sind sie denn? Ja, den großen habe ich ja schon, den brauche ich ja nicht. Aber ich hätte gerne den da. Die brauche ich. Oh nein, ich brenne. Da ist... Da ist einer. Ah, da ist ein Tiger. Ha! Da ist ein Tiger. Es tut mir leid, ich muss den Tiger haben. Ich brauche der Tigerchef. Da sind doch einige jetzt am Spielen, ne? Ich bin ja mal gespannt, wenn das neue Event dann kommt, wie viele Leute auf das neue Event, also auf das Event dann Bock haben. Na, ich meine, bei uns ist Zwiegespalten, gespalten, nicht spalten. Ja, also nicht alle haben da Bock drauf.
Aber ich hätte da schon Bock drauf, weil diesmal ist es ja ein PvE-Event und du kannst halt sehr viel Zeug sammeln. Und ihr wisst, ich und sammeln. Ich sammle gerne. Vor allem, wenn es um Reittiere geht. Ich glaube, 27 Stück oder so gibt's. Das ist eine Menge. Und die würde ich auch gerne dann nehmen. Hier, ne? Stirb. Und das ist ein verhexter Troll. Komm her. Wir brauchen davon dann noch drei. Jo. Hier sind gerade echt viele Leute, kann das sein? Hier ist ja immer leer. Meinen Chef brauche ich nicht. Den da? Den haben wir schon. Jawohl. Den haben wir schon. Wo kommt das denn jetzt her? Ach da! Den haben wir auch. So, ich brauche noch zwei Verhexte und einen Voodoo. Ah, da kommt ein Voodoo. Komm mit. Komm mit. Erstmal hier rausziehen. So, jetzt können wir den da holen. So, Mister. Ah, du hättest auch ein Schild. Ist immer schlecht, wenn man da zu lange dran ist. So, wie komme ich da rein? Von da aus, ne? Jo. So. Ein Verhexten und drei Voodoo. Na, mal gucken. Was bist du? Ein Voodoo. Das ist super. Ja, alles ein bisschen aufpassen, ne? Das ist ein Verhexter. Das ist auch ein Verhexter. Da ist Voodoo. Ah, komm, beide. Okay. Ist nicht schlimm. Alter. Jawohl. Wo bist denn du? Danke. Danke. Den brauche ich auch noch.
So, alles. Jetzt brauchen wir noch ein Tigerfell. Jetzt brauchen wir noch einen Tiger schon. Wenn er wohl noch einen Tigerschen irgendwo finden, der sein Fell für uns übt. Ah, gucke mal. Jawohl. Wo habe ich meinen Ruhestein? Habe ich den Blatthof? Nee, da will ich nicht hin. Okay. Gut. Och, kleiner. Geben aber auch kein Fleisch, ne? Nee. Stoff haben wir auch. So, das gilt noch. Ja, Kräuter kriegen wir ja hier noch genug. Die ganze Ecke ist ja voll. Wir haben ja jetzt auch, wenn wir die abgeben. Ich weiß gar nicht. Da müssen wir, glaube ich, noch die Raptoreneier holen. Und dann geht es ja auch schon hier hin. Die Befehle des Admirals. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das grüne Zeug aufhebe. Meine Frage an diejenigen, die auch Self-Mode spielen: Hebt ihr die VZ-Sachen zum Entzaubern auf? Also die grünen Sachen, die man gebunden sind. Packt ihr euch den Kram auf die Bank? Oder in welcher Reihenfolge habt ihr die Berufe gemacht? Die Sache ist ja die, wir können ja nicht kaufen, ne? Das Einzige, was du halt wirklich machen kannst, ist leveln, den Beruf bis zum Ende machen, den Vorrat von allem auf die Bank schmeißen und dann lernst du den nächsten Beruf. Ja. Wobei VZ und Schneider schon, glaube ich, schwieriger sind, weil da musst du, glaube ich, für die Dungeon, für den Beruf auch in die Dungeons. Alchemie geht, glaube ich. Ja. Weil, sagen wir mal ehrlich, ich werde mit dem wahrscheinlich nicht raiden. Ne? Also werde ich mit dem auch nicht die High-End-Sachen alle brauchen. Hallo, Mann, alles klar. So. Mann, sieht sich. Jawohl, Dankeschön. Ein paar Hände auch noch. Dankeschön. Können wir gleich anziehen. Dann haben wir hier. Hallo, Mann. Hallo. Haltet euch vom Udo fern. War jetzt hier noch eine Quest? Oder... Ah, nee, die war hier oben, ne? Ah, stimmt. Ja, dann lass uns mal da hoch. Na, das ist ja hier Klinghügel. Dann lass uns mal nach da oben. By the way, hier ist noch die Schaman-Quest, aber dafür muss ich, glaube ich, außenrum. Also, so irgendwie war das, glaube ich. Ah, Kräuter. Wir sollten unsere Kräuter nicht vergessen. Jahre später. So. Ja, jetzt sind hier sehr viele Skorpione, aber Level 5, ich bitte euch. Aber bevor ich jetzt Brachland gehe, muss ich auf jeden Fall die 50 voll machen. Bei Kräuterkunde. Weil sonst können wir da, damit wir das einmal lernen, dass es die nächste Stufe gibt. Und dann können wir halt, oh, da liegt jemand. Dass wir dann weitermachen können. Liegt der am Kraut oder was liegt der da? Ja, sieht so aus, ne? Als wenn er am Kraut liegen würde. Das ist ein Jäger. Eine Axt und ein Bogen. Ich würde sagen, das ist ein Jäger. So, ich könnte jetzt eigentlich direkt zu den NPCs hier rechts gehen. Aber wir kriegen links, glaube ich, auch noch eine Quest. Und dafür würde ich dann doch schon gern
vorher noch die anderen Quests mitnehmen, weil dann sparen wir uns Wege. Ja. So. Übrigens nehme ich immer noch Wetten an, wie lange ich es durchhalte, ohne Auktionshaus zu leben. Ne? Also wir haben jetzt Stufe 13, bis 60 ist noch ein bisschen. Aber ich habe auch schon überlegt, ob man nicht einfach bis 60 levelt und dann machst du den Modus aus und dann machst du dich ready. Könnte man theoretisch tun, ne? Weil wenn ich 60 bin, habe ich mein Ziel erreicht. Und könnte dann theopraktisch ja auf den normalen Modus wechseln. Eigentlich schon, ne? Ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwie noch HC, BCHC oder so geben wird. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Obwohl man soll niemals nie sagen, ne? Die bringen ja allen möglichen Krempel raus im Moment. Damit alle Leute bei Laune gehalten werden. Ja. Das Einzige, was für mich ein bisschen doof ist, ich wollte ja eigentlich Diablo weiterspielen. Meine Zauberin. Ich komme da überhaupt nicht zu. Ich komme zu nix. Guck mal, wir haben 50. Können weiter lernen. Jawohl, ja. Ja, okay, Alchemie und Dings war jetzt unten. Aber ich weiß gar nicht, gibt es da auch einen Alchemielehrer? Müsste ich gleich mal gucken. Ich weiß es gerade nicht auswendig, ob es da einen gibt. Aber was cool wäre, wäre, wenn wir die bald mal die Schamanenquest machen, damit wir unser Feuertotem kriegen, damit wir auch Feuerschaden. Können wir hier dieses Totem aufstellen, was Schaden macht. Na, das Feuer spuckt. So, ich glaube, wir haben jetzt 53. Ich glaube, wir laufen erstmal durch. Wir müssen sowieso hier noch ein bisschen hin und her. Na, wie ihr seht, wir haben gerade mal die Hälfte aufgedeckt. Und wir haben hier noch die ganzen Quests. Und ich bin jetzt schon Stufe 13. Theoretisch könnte ich auch noch zu den Untoten gehen und da questen, das Anfangsgebiet. Aber mal schauen, mal schauen. Ja, weil so langsam gibt es ja auch keine EP mehr. Aber wir haben schon ein bisschen Kohle. Ich finde es übrigens gut, dass die Schamanen auch die Paladin-Farbe haben. So, ich würde sagen, wir laufen einmal im Kreis, geben alle Quests ab, verkaufen unseren Krempel, gehen auch einmal kurz beim Lehrer rein, der ist hier. Oh, guck mal, Nahrungsmittel. Oh, das nehmen wir doch gerne an. Hm, zweimal Apfel. Was braucht ihr? Hallo? Was haben wir denn jetzt hier? Elementar. Zack. 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 Jetzt haben wir keine Kohle mehr. Vorwärts. Warte mal. Was braucht ihr? Ich hab hier noch ein bisschen Kohle. Ach, komm weg damit. Das. Warte mal, ich mach mal eben die Verbände. Oh nee. 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 Ich kann auch die dicken Verbände jetzt damit machen. So, kann ich mir von dir noch irgendwas kaufen? So,
Geister an. Also wir könnten jemand anderes heilen. Das kostet alles viel. Für die Horde. Können wir uns nicht leisten. So, warte mal. Erstmal hier. Tote. Flammenschlock. Schlock vor allen Dingen. Tod in der Erdbindung. Haben wir. Tod in der Feuernova. So, warte mal. Erdschock Stufe 2. Ah, schon drin. Gut. Dann haben wir hier noch das. Das hier ist Stufe 2. Was ist denn das andere? Ah, das konnte ich mir nicht kaufen. Jetzt. Das konnten wir nicht kaufen. Ich glaube, der Kräuterlehrer ist nur unten. Blut und Donner. Jawohl. Im Klingenhügel. Okay. Da unten ist der Jäger. Hallo. Was braucht ihr? So, da ist jetzt die Quest mit dem Matrosen. Da haben wir die Stacheleber. Ich sammle einfach mal alles ein. Da oben ist ja auch noch eine Quest. Da können wir gleich auch noch mal rumlaufen. Das machen wir auch, bevor wir dann hier... Raus damit! Genau, der schickt uns raus. Der schickt uns nämlich jetzt ins Brachland. Da wollen wir aber noch nicht hin. Ich würde auch sagen, wenn wir jetzt alles eingesammelt haben, dann machen wir gleich Feierabend für diese Folge. So. Danke. Ich sollte mir nochmal ein Danke-Makro irgendwo hinmachen. Und noch eine höher. Hi. Acht Segeltuchreste haben. Genau, das sind glaube ich auch die, ne? Ja. Das ist auch da vorne. Ist alles schon grau. Ah, macht nichts. Hui. Tana nicht sterben, vom Rudolf springen. Das wär's noch. Hier. Matrosen. Alles grün, alles grau. So, er möchte jetzt die Eier haben. Dafür müssen wir dann nach unten. Ne? Das hier. Das fehlt uns noch. Wasser haben wir noch genug. Jawohl. Guten Tag. Wie kann ich euch helfen? Die Bürde eines Peons. Bitte schön. Ich nehme das Wasser. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. So, einmal hier das Gasthaus. Damit, wenn wir unten sind, uns wieder raufporten können. So, ich habe das Feuertotem schon hier reingemacht, aber ich hab's noch nicht. Oh, wir brauchen nochmal größere Taschen, ne? Ja. So. Also, wir haben jetzt hier alles. Warte mal, ich gehe mal hier rein. Wir haben jetzt so größtenteils alles hier angenommen. Da ist noch eine Drop-Quest. Hier unten, klar, sind auch Segeltuchreste, aber die werden wir wahrscheinlich da kriegen. Die Eier holen wir uns hier. Wenn wir uns hier die Eier holen, dann machen wir auch gleich hier Alchemie und Kräuterkunde weiter. Genau, da ist nochmal eine Klaue. Und wenn wir hier langlaufen, machen wir auch gleich die Schamanenquest. Gut. Was war das hier? Genau, das sind hier die Schweinchen, sag ich immer. Gut.
Was haben wir hier? Ach stimmt, wir haben ja hier drüben auch noch ein paar Quests. Wir sind noch nicht ganz fertig hier. Und ich glaube, dieser Dämonennarbenumhang ist, glaube ich, das ist, glaube ich, irgendwas random, ne? So. Gut, meine Lieben. Das war's mit der Folge. Ich danke euch und wir sehen uns dann nächstes Mal, wenn wir hier vom Klinghügel aus weitermachen. Also, bis dahin. Tschüss.